Ich vergesse schon wieder ganz, wir sind in Deutschland. Brathähnchen zum Frühstück, Bodybuilding Lifestyle. Ich sag euch eins, das schaut genial aus. Was macht ihn so besonders? Wenn du isst, dann weißt du Bescheid. I'm unstoppable, I'm a lion, call me tamed, I'm a cannibal. Einen wunderschönen guten Morgen und grüß dich Freunde zum nächsten Video. Diesmal aus Berlin, ihr seht es schon, wir sind am Flughafen. Es ist noch relativ in der Früh, Tom. Wie spät ist es? 7:45 ist es. Obwohl, 7:45, so ja. Früh ist es dann jetzt da nicht. Aber wir sind bereits, seit wann sind wir auf? Ich glaube, wir sind kurz nach... Seit 4:30, 20:30 sind wir aufgestanden, um 4 Uhr sind wir losgefahren. So ist es. Und wir sind jetzt auf dem Flughafen in Berlin, der ziemlich ausgestorben ist. Wir warten auf jemanden, und zwar auf die Jenny, auf die Teamkollegin vom Team Vayu. Also es treffen heute nun mehrere dazu, nicht nur die Jenny, auch der Leon, der Leonidas und so weiter, der Tobi. Wer kommt noch? Es sind viele Leute auf Reisen, zum Beispiel der Urs, der Dan ist auf Reisen. Heute wird es zusammengewürfelte Truppe, aber eine coole Truppe. Lass mich überraschen. So ist es. Auf jeden Fall, wir freuen uns drauf. Für uns geht es dann weiter. Wie gesagt, wir warten nur kurz, setzen uns dann ins Taxi, fahren Richtung Berlin rein und werden dort richtig cool shooten. Wir werden ordentlich Gas geben, gute Zeit verbringen und die neuen Vayu Jerseys promoten, hätte ich gesagt. Voll. Aber ich glaube, wahrscheinlich werden wir zuerst noch frühstücken. Ja. Weil wir sind alle noch nüchtern. Ja. Warten, wie gesagt, jetzt mal auf die Jenny. Dann entscheiden wir, ob wir Meal Prep essen. Also wir haben... Oder frühstücken auswärts. Ja, so ist es. Immer noch kein Hunger? Hunger spielt keine Rolle, wenn ich sowas sehe. Um Hunger geht's da gar nicht. Aber es schaut geil aus wie sonst irgendwo, finde ich. Findest du da? Mhm. Günstiger wie ganz normal in einem Schweizer Lokal. Ich vergesse schon wieder ganz, wir sind in Deutschland. Da ist der Euro was wert. Morgen. Hattet ihr einen guten Flug? Ja, hattest du einen guten Flug? Voll geschlafen. Die hat das Wasser und die Schoki neben mich gelegt. Und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht und dann sind wir schon gelandet. Also, da gibt's noch was. Bei Chat gibt's nichts. Uns gibt's gar nichts. Nee, nicht mal Beifall. Gar nichts. Wir haben jetzt schon geschaut, Frühstücksbuffet. Wo gibt's Frühstücksbuffet? Richtung Charlottenburg ist ja, das, genau. Dann Richtung Spandau, wo wir hin müssen. Und ich hätte Bock auf Frühstück. Kaffee, Frühstück, spontan. Wenn wir dafür Zeit haben, jederzeit. Ich glaube, ich habe ja irgendwas gelesen, mit einer Stunde müssen wir... Ja. Wir fahren schon in die Nähe vom Gym. Also alles easy. Und um 12 fängt sie an. Also gemütliche Zeit. Je mehr du wiegst, desto schwerer ist es, dich zu entführen. Pass auf dich auf. Isst Kuchen. Geniales Statement hier vor der Stulle. Wie gesagt, das habe ich ausgewählt auf TripAdvisor. Und die Gegend hier, die ist wunderschön. Und es freut mich, dass ich jetzt mal in Berlin bin und ein bisschen was zu sehen bekomme. Und ich bin natürlich der Gastronom, derjenige, dem es richtig schmeckt, und habe mich dafür entschieden. Die Bewertungen auf TripAdvisor haben dafür gesprochen. Der erste Blick ist jetzt einmal sensationell, macht richtig Bock. Einen kleinen Einblick habt ihr schon auf meinem Handy bekommen. Keine Ahnung, was ich mir jetzt gönne. Ich höre da hinten schon French Toast und Pancake. Das klingt aber extrem vielversprechend. Da wird die Karte schon studiert. Ja. Kennt ihr Ex-Benedict? Ja. Oh mein Gott, das ist so geil. Habe ich damals noch der Misty Universe gehabt. Mm. Genial. Mit dem Platz hatten wir anscheinend richtig, richtig Glück. Wir waren die Ersten, wir waren eine Viertelstunde zu früh. Und die Leute, die stehen hinten an. Und ich glaube, wir haben den Letzten bekommen. Aber ist es verständlich? Was sagst du? Beste Entscheidung. Warum? Und sie haben auch noch Kuchen da. Oh. Und wir haben eigentlich gerade die komplette Bestellung abgegeben. Und dann alle nochmal komplett was anderes bestellt, weil wir erfahren haben, dass die Hauptspeisekarte auch schon jetzt gilt. Was hast du bestellt, Tom? Ich glaube, es heißt Friends Forever Sandwich. Irgendwas mit Chicken, Mango Chutney, keine Ahnung. Aber es Brathähnchen. Brathähnchen, Mango Chutney, irgendwas. Aber richtig geil geklungen. Mal sehen, was kommt. Brathähnchen zum Frühstück. Bodybuilding Lifestyle. Frühstück ist hier. Und Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Jetzt zeige ich das jetzt einfach mal. Wir haben Nachos, wir haben Brathähnchen, wir haben ein Bauernbrot. Spiegelei drüber, einen Brotkorb. Tom hat das gleiche. Tom, welcher Gesichtsdruck, wenn du das beschreiben willst, jetzt? Gib an. Genau so. Und was hat die Jenny? Ich wollte unbedingt was mit Kürbis und Rosenkohl und geröstete Mandeln.
saugeil. Was ist der erste Eindruck? Hammer. Geil. Ich habe schon gegessen, also schon probiert. Bewertung? Mindestens eine 9 von 10. Und damit startet jetzt mein Frühstück. Wir sehen uns später wieder. Also Profi-Bäckerin ist, du musst perfekt bewerten. Jenny sagt von sich selbst, sie ist eine 10 von 10 beim Backen. Und ich glaube das. Ich habe richtig coole Eigenwürzung. Wow. Total. So schaut's aus, wenn man eine richtige Liebe zum Essen hat. Heftig. Okay. Das hier ist wirklich eine große Küche, was die hier machen. Groß. Aber das kann ich auch zugeben, dass das wirklich, die wissen, was sie tun hier. Die haben auch gesagt, die backen alles selber. Ja. Bis aufs Brot machen sie alles selber. Nächste Station nach einem mega geilen Frühstück sind wir jetzt beim Gym vom Ben. Und da drinnen geht es schon ab. Wir wissen, der Typ war fort, der hat ordentlich auf die Kacke gehauen und das hört sich nach Afterparty an. Aber vielleicht trainiert er, vielleicht tun wir ihm richtig Unrecht. Aber schauen wir mal. Shooting mit dem Team Wallis durch. Wir haben heute diese wunderbaren Jerseys geshootet, die sehr, sehr bald verfügbar sein werden. Ich werde euch natürlich laufend updaten. Das letzte Training hätte ich heute hier geplant gehabt, aber das Shooten war an sich schon wirklich anstrengend. Ich habe ordentlich geschwitzt. Das heißt, das war jetzt eigentlich meine letzte Einheit aus dem Gym. Bevor es zurück nach Österreich geht, eine kleine Operation ansteht und nach 14 Tagen Pause geht es dann wieder retour ins Gym. Trainieren wir jetzt eigentlich Rücken? Oh, mein Rücken ist richtig, ja, richtig, richtig kaputt. Du musst beheben. Naja, aber ich muss ihn stabilisieren. Tobi hat ordentlich heben dürfen. Ja. Wie viel war das? 180. Wie viel ist die? Ist gut, 3x5. Aber kalt, ne? Ja. 61, einmal 100, dann gleich rauf. Das ist halt immer merkwürdig beim Shooting, ne? Man steigt so komisch ins Training ein. Ne, man steigt dann meistens direkt ein. Ja, so macht man Arbeitsplatz. So richtig. So, jetzt kannst du loslegen. Also der erste Satz war schon komisch beim Rausleben. Ja. Schon so, aber dann läuft's irgendwie. Wie geht's der zweite, Tobi? Was steht das an? Das weiß ich nicht. Also ich habe eigentlich so mit 18, 19 Uhr gerechnet. Jetzt ist glaube ich 14, 15 Uhr. Das heißt, wir haben Zeit zum Essen. Hast du einen Zug, der zu einer fixen Uhrzeit zurückgeht? Bei uns ist es so, Flieger geht um 22 Uhr irgendwas. Wir haben richtig, richtig viel Zeit. Und ich weiß, was ich beim Ben vorbestellt habe. Denn ich habe gesagt, Ben, wenn ich vorbeikomme, dann muss mir einen Gefallen erfüllen. Und zwar, dass wir den besten Berliner Döner da kriegen. Da bin ich dabei. Ich buche immer mein Ticket so, dass ich einsteigen kann, wenn ich will. Wie schwer bist du jetzt, Tobi? Weil du bist jetzt 141,8 heute Morgen. Also ein Döner wird nicht reichen. Ich fordere mich hier raus. Na, einer muss eigentlich reichen. Sonst wird das Gewicht noch runter. Ah, scheiße. Und wie lange hast du jetzt Off-Season, bevor es losgeht? Ich weiß es nicht. Ich habe Stefan nicht gefragt. Ja. Er hat nur gesagt, es geht demnächst los mit Diät. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich denke dann immer so, okay, ich schicke ihm einfach wieder konstant meine Updates und irgendwann heißt es dann, hier ist der Plan für morgen. Und dann gehe ich nochmal essen und dann ist gut. Das wird mich vermutlich ein bisschen killen, so hier ist der Plan für morgen. Ich brauche immer ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Aber ich kann nur sagen, ich bin richtig gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ja. Denn ihr habt die heute gesehen seit relativ langer Zeit. Wann haben Sie mir das letzte Mal in den USA, ne? Das letzte Mal in den USA. Es ist jetzt doch schon wieder 4-5 Wochen her. Länger. Es war 6-7 Wochen eigentlich. Ja, fast 2 Monate. Ja. Und Tobi, der ist schon immer massiv, aber das ist brutal. Es sind immer einige Kilo dazukommen in live, immer extrem beeindruckend. Okay. Aber diese Masse gehört gefüttert. Also schauen wir das jetzt ab, geht zum Essen. Letzte Station vom Berlin-Aufenthalt. Wir sind jetzt raus aus dem Uber und sollen anscheinend beim besten Döner Berlin sein. Bieler Kiss soll er heißen. Ben hat uns hierher geführt. Ich bin richtig, richtig gespannt. Meine Erwartungen sind hoch. Ich bin mega hungrig. Ich glaube, ich habe erst 1500 Kalorien gestern. Es ist wirklich schon spät. Aber ich sage euch eins, das schaut genial aus. Ich habe gehört, bei euch gibt es den besten Döner Berlins. Ist so? Ja. Was macht ihn so besonders? Wenn du isst, dann weißt du Bescheid. Ja, aber es schaut alles extrem frisch aus. Du hast nicht so viel versprochen. Also ich habe jetzt noch nicht probiert. Aber es sieht wirklich richtig gut aus. So kopfnicken, das kannst du selbst sicher, weil der ist Next Level. Kebab mit Chicken, mit ein bisschen Käse, verschiedene Soßen.
Ich spuck schon, wenn wir das Wasser im Mund sammeln. Ich wusste aber, dass du den Käse nimmst. Ich habe ihn nicht genommen. Oh, geil. Ich habe keinen Käse genommen. Du auch nicht, ne? Genießt es, lass es schmecken. Runde 2. Wirklich richtig gut. Ich habe ewig keinen Döner gegessen und der war richtig lecker. Hat sich absolut gelohnt. Das kann man so sagen. Echt lecker. Sehr genauso. Also richtig, richtig gute Wahl, Ben. Ja. Wie seht ihr das? Tom ist noch am Essen, Jenny bei den letzten Listen. Richtig geil, oder? Boah. Oh. 10 von 10, also absolute Empfehlung. Danke, Ben. Genial. Kuckuck. Das war's für heute. Yep. Tag ist gelaufen. Es ist jetzt wie viel Uhr? 19 Uhr. 19 Uhr. Wir sind seit 3 Uhr in der Früh auf den Beinen. Ich bin total am Arsch. Also, ich glaube, wir haben es alle gemerkt im Taxi. Wir sind alle richtig am Arsch. Wir haben geschnarcht, Fabi, um die Wette. Ja. Aber so süß so. Ja, so immer nur ganz kurz und dann wird, hoffentlich hat es keiner gehört. Und dann, wir werden das Ganze hier an dieser Stelle jetzt beenden. Wir sind kaputt. Es war ein harter Tag. Wir haben gut gegessen. Wir haben eine schöne Zeit verbracht. Aber es ist an der Zeit jetzt, ein bisschen einen Cut zu machen. Wiedersehen zusammen. Runter zu fahren. Nur eine oder andere Stunde im Flughafen zu schlafen, bevor es weitergeht. Wir werden jetzt schauen, dass wir zum Gate kommen. Wir werden schauen, dass wir im Flieger reinkommen, zurück in die Schweiz. Du zurück nach München. Also danke an dieser Stelle, dass ihr bei dieser Woche mit dabei wart. Es hat mich wirklich gefreut. Ihr seht und hört sehr bald wieder von uns. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yep.